Hallo, ich bin es, die Florence. Ihr habt mich schon vermisst, ich weiß. Aber was soll ich sagen? Die letzte Zeit war einfach nicht viel los. Da kann man einfach nichts machen. Die Leben ist einfach, bringt nicht immer etwas, was man erzählen kann. Und dann soll man auch nicht überreden, was gar nicht ist. Aber was ist passiert? Ich muss ein bisschen angeben. Ich habe bekommen dieses unwahrscheinlich coole Gerät, dieses iPhone. Haben viele schon und jetzt ich auch und eigentlich nichts Großes, aber was ich habe begeistert, es hat mich begeistert. Wie heißt die Apps? Ich habe gleich fantastische Sachen. Passt mal auf. Für immer unterwegs. Okay, wenn du Wurstfinger hast wie ich. Dann wird die Geschichte ein bisschen schwierig, aber es ist eine sehr nette Sache. Oder, guckst du hier, hast du hier, tada, was haben wir hier? Gehst du da in die Fingerdrums? Rocket, gehst du da, passt auf, ich versuche. Warum geht nicht gleichzeitig? Okay, das muss noch ein bisschen entwickelt werden, weil anscheinend ist zu viel. Ich kann nicht gleichzeitig. Versteht ihr, was ich möchte? Geht nicht gleichzeitig. Dann kannst du schon nicht eine richtige. Kannst du nicht richtig machen, okay? Nehmen wir doch mal die Dance Kit. Naja, ich bin nicht die Profi da drin. Es gibt verrückte Sachen. Was habe ich noch? Dies ist meine Lieblings, pass auf, Angry Birds. Angry Birds, I'm totally obsessed by this. Pass auf. Ah, ich kann nicht mit der Hand, wenn ich jetzt mache. Ich muss versuchen, alles zu zerstören mit den Vögeln. Absolut, ich bin süchtig danach. Dann habe ich noch, oh, ich habe auch sehr viele peinliche Sachen. Dann habe ich noch die ganze Fotosachen. Oh, ich liebe die Fotosachen. Gibt es tolle Apps und auch noch sehr peinliche Sachen, aber die muss nicht unbedingt in die Netz gestellt werden. Ich muss euch nicht alles auf die Nase binden. Binden eine sehr gute Stichwort dafür. Ah, ich habe diese wundervolle App für Bücherregal. Na komm, ich möchte hier euch zeigen. Da habe ich. Ah. Da habe ich einmal Haruki Murakami, die neueste Buch. Wahnsinn. Aber noch nicht so viel drin, weil ich habe noch nicht so viele Bücher runtergeladen. José Saramago habe ich aber schon gelesen. Die Buch, was ich darf. Keine Ahnung, warum ich habe. Anais nennt die verborgene Früchte. Nachdem ich ihre Tagebücher liebe, wirklich, ich liebe ihre Tagebücher, dachte ich lese mal ein richtiges Werk von ihr. Ich weiß nicht, ob ich euch zumuten kann, euch eine Passage zu vorzulesen, weil wirklich, da dachte ich doch manchmal, ich will nicht lesen diese detaillierte Sache. Da kam nämlich da. Wo kann ich euch zeigen? Ich habe eine Szene gefunden. Dieses Buch ist einfach unwahrscheinlich. Ihre Tagebücher sind wirklich die schönsten Bücher, meine absoluten Favoriten überhaupt. Aber dann las ich ihre richtigen Werke. Hinterher war Dorothy stets wie besessen, wenn sie an Robert dachte, der auf ihr lag und so weit emporglitt, dass seine Penis zwischen ihren Brüsten reiben konnte, der dann noch weiter emporglitt bis zu ihrem Mund. Und stets wurde sie von einem Schwindegefühl überfallen, wie man es erlebt, wenn man an einem Abgrund steht, von einem Gefühl des Stürzens, der Vernichtung. Versteht ihr, wenn ihr dieses Buch lest? Ich glaube, jedes dritte Wort ist Penis. Und Dildo und so eine Scheiße. Ich meine, ist interessant hier. Der Penis nimmt diesen Spasmus der Frau, nimmt diese kleinen Zuckungen nur selten wahr. Der Penis fühlt nur seine eigene Ejakulation. Diesmal wollte Robert aber den Spasmus, diese kleine Umklammerung in Dorothy spüren. Er hielt den eigenen Orgasmus zurück. Sie konvulsierte.
Der Augenblick schien gekommen. In der Woge seiner eigenen Lust vergaß er, sie zu beobachten. Und Dorothy hatte Erfolg mit ihrer Täuschung, unfähig, den Orgasmus zu erreichen, den sie erst eine Stunde zuvor erlebt hatte, als sie sich mit geschlossenen Augen vorstellte, es sei Robert, der sie nahm. Und explizite Bilder, Illustrationen, wo bist du? Meine Güte. Oh, oh. Das ist doch ein bisschen sehr interessant. Ja, das ist also auf meinem iPhone zu finden. Ja, und sonst, vielleicht stelle ich demnächst noch weitere interessante Apps vor. Okay, das war für heute. Ich bin total entzückt von diesem kleinen Gerät. Die Leben ist schön, manchmal, muss ich sagen.